Ein eurer besten Späße habt ihr übrigens hier am Matterhorn inszeniert. Ja. Die Sache war wortwörtlich der Gipfel und eurem Opfer standen ganz schön die Haare zu Berge. Ja, das kann man wohl sagen. Es gibt in Deutschland ein Sprichwort, das heißt, du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Auch in der Schweiz haben wir für ähnliche Situationen ein Sprichwort, das heißt, du hast wohl einen Kiosk am Matterhorn. Und wir haben gedacht, okay, wir können mal dieses Sprichwort richtig darstellen, indem wir einen Kiosk in die Wand des Matterhorns hängen. Und dann haben wir gewartet und gewartet, bis endlich mal Reinhold Messner aufs Matterhorn hochstieg und sich diesen Kiosk von der Nähe angeschaut hat. Eine geniale Idee. Letztes Mal war da nichts da. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Sie sind ein bisschen später an am Berg heute. Hm? Wir sind später, wir werden nicht die Letzten sein. Wir haben gut geschlafen. Ich habe hier einen neuen Service aufgebaut. Den Matterhorn-Kiosk-Service. Und ich werde in der Zukunft auf jedem Berg so einen Kiosk bauen. Hast du Telefon auch da? Telefon haben wir keine, aber Funkverbindung haben wir. Alles, das habe ich mir gedacht, jetzt habe ich endlich Ruhe von den Zeitungen, endlich Ruhe vom Telefon, das habe ich da auch wieder alles. Aber ich meine, das gehört der Matterhorn nicht her. Wer ist so dumm, diesen ganzen Plunder, den Sie hier anbieten, zu kaufen? Das ist doch ein Service. Ich habe schöne Souvenirs. Ich habe sogar, hier habe ich sogar eine Knallbombe. Die Leute. Aber Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie heute die neue Bunte herauf haben. Das glaube ich nicht. Schauen Sie doch. Ein Artikel, der hervorragend geht, sind die Bücher von Reinhold Messner. Nein. Tatsächlich. Das glaube ich nicht. Sie sind ja nicht da. Zum Beispiel dieses eine Buch. Das ist eine Beleidigung für mich, dass diese Bücher hier verkauft werden. Ach, in einem Buchladen und am Flughafen, aber nicht am Matterhorn in einem Kiosk. Das ist für mich eine Beleidigung. Es ist jetzt schreibe ich keine Bücher mehr. Jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt gehe ich auch nicht mehr aufs Matterhorn. Das reicht mir. Es ist Zeit aufzulösen, bevor es da oben knallt. Sie machen hier einen Spaß mit mir. So ist es. Und schauen Sie mal, da hinten, da kommt er schon angeflogen. Kurt Felix mit eisgekühltem Champagner. Hallo, hier sind wir. Ja, und wenn es schon knallt, dann lieber so. Ja, lieber.